Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es gab in den letzten 3 bis 4 Tagen wirklich sehr viel Marvel News, aber ich wollte das nicht in einem Video zusammenpacken. Deswegen werden in den nächsten Tagen sehr viele Videos kommen und damit meine ich morgen, übermorgen und vielleicht sogar übermorgen, also ist egal. In den nächsten Tagen werden Hauptsache sehr viele Videos kommen. Und heute geht es mal um Hulk und dem König von Atlantis, dem Marvel-Superschurken, später Superheld, Namor. Denn es geht um die Rechte von diesen Charakteren und ein Gerücht zu diesen Charakteren und die Möglichkeit von einem Hulk-Solo-Film. Fangen wir also direkt an mit diesen interessanten Neuigkeiten. Also comicbook.com sagt, dass sie von irgendeiner unbekannten Quelle herausgefunden haben sollten, dass Disney bzw. Marvel Studios die Rechte für alle Hulk- und Namor-Charaktere von Universal Studios gekauft hat. Also ein bisschen Background-Story. Also damals gab es die Rechte von verschiedenen Marvel-Charakteren bei verschiedenen Unternehmen. X-Men und Fantastic Four gehörten 20th Century Fox und Hulk und Namor, also Charaktere wie Hulk oder Namor oder wie der Namor-Schurke Atuma oder Red Hulk, She-Hulk und so weiter, die gehörten alle Universal Studios. Deswegen ist der erste Hulk-Teil, also The Incredible Hulk mit Edward Norton, auch von Universal Studios und nicht von Disney oder Marvel Studios. Also, damals lagen die Rechte von Hulk und Namor bei Universal Studios und jetzt, nach diesem Gerücht, sollte Disney diese Rechte gekauft haben von Universal Studios. Der Betrag ist unbekannt, aber ist auch nicht so wichtig. Aber jetzt kommen wir zu den interessanten Neuigkeiten. Wenn dieses Gerücht, tut mir leid, wenn dieses Gerücht stimmen sollte, hat Marvel Studios jetzt sehr viele Möglichkeiten. Wenn Marvel Studios jetzt die Rechte für Hulk und Namor Charakteren hat, dann bedeutet das eine Sache. Und zwar, dass Namor bald eingeführt werden kann. Wie, dazu komme ich gleich. Und andererseits ein Hulk-Solo-Film mit dem Schauspieler Mark Ruffalo als Bruce Banner in der Hauptrolle. Stellt euch mal das vor. Wir fangen mal mit Namor an. Namor ist der König von Atlantis und am Anfang war er in den Comics ein Schurke von den Fantastic Four, aber später leider auch von den Avengers. Aber später wurde er dann Held und es gibt sehr viele, wirklich sehr viele Schurken aus Atlantis, die dann später in den Comics eingeführt wurden, wie zum Beispiel Atuma oder Tiger Shark. Das sind dann aber Namor-Charaktere. Aber am Anfang war Namor ein Schurke. Ich weiß, ich sage immer Namor, man kann den Namen auch Namor aussprechen, aber ich finde, das klingt komisch. Deswegen sage ich die englische Version Namor. Und es gab sogar Spekulationen vor einigen Monaten, dass der Schurke von Black Panther 2 Namor sein sollte. Und der Plot des Filmes sollte sein, dass Namor mit seiner atlantischen Armee Wakanda angreift und somit Wakanda den Krieg erklärt. Warum, würden wir noch im Film erfahren. Und somit gäbe es dann Krieg zwischen 2 Nationen, Wakanda angeführt von Black Panther und Atlantis angeführt von Namor. Und um zusammenzufassen, tut mir leid, wer Namor ist, er ist einfach die Marvel-Version von Aquaman. Also er ist halt wirklich die Marvel-Version von Aquaman. Er hat dieselben Fähigkeiten, dieselben Kräfte. Er hat auch einen Dreizack. Er ist schon irgendwie cool, aber wir gucken mal, wie er im MCU aussieht und wie er im MCU oder was er im MCU für eine Rolle haben wird. Also könnte er in Black Panther 2 als Schurke eingeführt werden und es könnte dann später eine Disney-Plus-Serie oder einen Film dazu geben. Also zu Namor, aber ein Film wäre etwas überflüssig, deswegen eine Serie wäre meiner Meinung nach da besser. Aber jetzt kommen wir zu einem viel spannenderen Teil, und zwar Hulk. Mark Ruffalo ist noch nicht fertig. Angeblich ist sein Vertrag, er hat noch ein paar Filme. Und wie wir schon wissen, kommt eine She-Hulk-Serie auf Disney+. Das wurde auf der D23 im Oktober offiziell bestätigt. Dazu wurde noch offiziell bestätigt, dass diese Serien, also Miss Marvel, Moon Knight und She-Hulk, bis 2022 fertig sein sollten. Das hat Kevin Feige dort bei der D23 offiziell gesagt und offiziell bestätigt. Und was heißt das jetzt für die Hulk-Charaktere? Wenn das Gerücht stimmt, hat Marvel die ganzen Charaktere und die ganzen Rechte für Charaktere wie natürlich Hulk,
She-Hulk, Red Hulk, Abomination und viele andere Charaktere, die mit dem Hulk zu tun haben. Und viele wissen das nicht, aber es gibt sau viele Hulk-Schurken. Also wenn sie einen Hulk-Film machen wollen, da wird nicht ein Film ausreichen, um die Fans wirklich zu befriedigen. Deswegen, wenn sie einen Film machen, wird aus diesem einen Film, das sage ich schon jetzt 100%ig, eine Trilogie. Um ein paar Schurken zu nennen von dem Hulk. Abomination, das war der erste Schurke aus dem ersten Hulk-Film, der lebt ja noch. Dann noch Red Hulk, das ist ja General Thunderbolt Ross, der lebt ja auch noch. Dann gibt es noch The Wrecking Crew, The Leader, seinen Sohn Scar, aber das ist was ganz anderes. Und es gibt viele, viele mehr, die noch cooler sind. Wie zum Beispiel auch The Absorbing Man. Aber Videos zu denen können gerne später in der Zukunft folgen. Also ein Hulk-Film mit Bruce Banner als Protagonisten wäre sehr cool. Und somit hätten alle 6 Avengers ihre eigenen Projekte. Also Black Widow bekommt ihren eigenen Film. Hulk könnte seine eigene Trilogie bekommen. Cap, Iron Man und Thor, da muss ich nicht sehr viel sagen. Und Hawkeye bekommt eine Serie. Deswegen, wenn es Gerücht stimmen sollte, ich hoffe, dieses Gerücht stimmt und ich glaube auch, dass es stimmt, denn Marvel Studios hat auf jeden Fall die Macht. Und mit Professor Hulk könnte man sehr viele Wege gehen mit dem Hulk und der Charakter vom Hulk hat eine sehr große Zukunft im MCU. Und was ich denke, Bruce Banner wird auf jeden Fall in der She-Hulk-Serie auftauchen. Warum? Es muss eigentlich so sein. Weil She-Hulk ist eine Anwältin, sie heißt Jennifer Walters und sie hatte einen Autounfall oder einen sehr schlimmen Unfall und sie brauchte eine Bluttransfusion und ihr Cousin ist Bruce Banner. Er hat überhaupt nicht nachgedacht, weil er wollte natürlich, dass seine Cousine weiterlebt und er war halt viel zu sehr in Schock gesetzt. Deswegen hat er sich direkt dafür gemeldet und wollte direkt die Bluttransfusion machen, aber dabei hat er vergessen, dass sein Blut Gammastrahlen hat und somit bekam Jennifer Walters durch diese Bluttransfusion, tut mir leid, von ihrem Cousin Bruce Banner die Kräfte vom Hulk und sie wurde zu She-Hulk. She-Hulk ist aber nicht wie Hulk, sie kann klar sprechen und klar denken, der Hulk aber nicht so wirklich. Deswegen ist She-Hulk auch wie Professor Hulk jetzt im MCU. Ein schlauer, sehr starker Superheld. Und somit würden sich sehr viele Möglichkeiten ergeben für die She-Hulk-Serie, für einen Auftritt für Bruce Banner und später dann noch eine Trilogie oder nur einen Film mit The Hulk. Weil ich finde leider, der Schauspieler Mark Ruffalo bekommt nicht so viel Ansehen wie die anderen, wie zum Beispiel Robert Downey Jr. oder Chris Hemsworth. Das sind die Schauspieler von Iron Man und Thor. Das muss ich ehrlich gesagt sagen, das ist meine Meinung. Er bekommt leider nicht so viel Ansehen wie die anderen Avengers-Schauspieler. Deswegen mit einem Solo-Film wäre das sehr gut für Mark Ruffalo und ich wäre sehr zufrieden, weil ich ein riesengroßer Hulk-Fan bin. Und ich liebe Charaktere wie Red Hulk oder Abomination. Deswegen wäre ich sehr zufrieden mit einem Hulk-Solo-Film. Also zusammenfassend kann ich sagen, dieses Gerücht sagt, dass Marvel Studios die Rechte für alle Hulk- und Namor-Charaktere gekauft hat. Namor könnte dann in den nächsten 2 Jahren in Black Panther 2 eingeführt werden, als Schurken und König von Atlantis. Somit gäbe es dann im Film Krieg gegen Wakanda und somit wäre es ein sehr interessanter Plot und ein sehr interessanter Film, der uns einen Krieg zwischen Wakanda und Atlantis zeigt. Somit könnte Namor als Schurke eingeführt werden und später könnte es eine Disney-Plus-Serie zu ihm geben. Und zum Hulk kann ich sagen, wenn das Gerücht stimmt, dann bekommt er 100%ig einen Film, keine Serie, da wir schon eine She-Hulk-Serie bekommen. Und eine Hulk- und She-Hulk-Serie, das wäre unnötig. Deswegen, wenn das Gerücht stimmt, dann bekommt Hulk 100%ig seinen Solo-Film und vielleicht seine Solo-Trilogie und, was ich auch noch glaube, einen Auftritt in der She-Hulk-Serie. Das war's. Hulk und Namor kommen ins MCU. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Wenn euch mein Content auf diesem Kanal gefällt, lasst bitte ein Abo da. Müsst natürlich nicht, nur wenn ihr wollt. Und bleibt bitte dran, denn es gibt sehr viel Marvel-News in den letzten 3 bis 4 Tagen. Und Videos dazu werden auf jeden Fall folgen. Morgen geht es um Thor 4. Thor Love and Thunder. Denn ein sehr berühmter Schauspieler sollte eine neue Rolle in dem Film bekommen. Und ich glaube, wir haben einen neuen Schauspieler für die Rolle des Beta Ray Bill gefunden. Ein Thor-Freund, aber auch Feind. Also sehr große News zu dem
Schauspieler von Thor 4. Das ist natürlich auch alles ein Gerücht, aber ein Video kommt dazu morgen. Also abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, sodass ihr die Benachrichtigung bekommt und bleibt dran, es ist eine sehr spannende Zeit für das Marvel-Universum. Das war's für dieses Mal, bis zum nächsten Mal und ciao.